Sven Arnold zu mir auf der Bühne, bitte. Vielen herzlichen Dank. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße sehr herzlich im Namen des Hauses der Kulturen der Welt den Initiatoren und Organisatoren des Mai Ayim Award 2004. Das Interesse unseres Hauses an diesem Preis ist ein zweifaches. Zum einen passt sich dieser Preis geradezu nahtlos in das Festival ein, welches seit Mitte September das Programm unseres Hauses bestimmt, das Festival Black Atlantic. So scheint sich hier eine geradezu natürliche Verbindung zu ergeben. So wird das Festival Black Atlantic zu einer Art Resonanzraum für diesen Literaturpreis, wie der Award einen Bestandteil des Black Atlantic darstellen kann. Zum anderen liegt unser Interesse in der Literatur selbst, wobei ich hervorheben möchte, dass es sich beim Mai Ayim Award um einen beeindruckend weit gefassten Literaturbegriff handelt, von dem auch die zum Preis produzierte Anthologie zeugt, in der Sie Lyrik, Prosa und Filmszenen ebenso finden wie Multimedia-Beiträge auf der beigefügten CD-ROM. Wie kann es sein, dass das Werk Mai Ayims 8 Jahre nach ihrem Tod noch immer als solitär in der Landschaft deutschsprachiger Literatur dasteht? Es ist ja nicht so, dass es keine andere schwarze deutsche Literatur gäbe. Sie ist nur bisher kaum sichtbar geworden. So lassen auch Sie sich, verehrtes Publikum, nun überzeugen und anstecken von der Kraft der Literatur, wie wir sie heute Abend zu hören und zu sehen bekommen werden. Viel Freude dabei und vielen Dank. Danke.